Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei CAN. Willkommen zurück zum SCB Verse Report und wir haben wieder eine neue Star Citizen Wochenübersicht für euch. Ja, jetzt war die CitizenCon gerade durch. Die wichtigsten und größten Informationen, die dieses Jahr kommen, sind auf jeden Fall bei uns gelandet. Viele von euch haben schon die Videos verfolgt, die wir dazu gemacht haben, haben sich schon angeguckt, was insgesamt Cloud Imperium Games auf ihren YouTube-Channel gestellt hat. Da sind jetzt inzwischen auch alle Panels vorhanden. Das heißt, da kann man sich das jetzt alles nachgucken. Und wir dachten, ja gut, jetzt wird es also erstmal ein bisschen ruhiger, bis dann die Intergalactic Aerospace Expo losgeht, ja Ende November. Aber gar nicht so wirklich wahr, denn jetzt gerade diese Woche erreichte uns dann eine Kunde, die wahrscheinlich viele von euch auch schon mitgeschnitten haben. Es gab ja auch nochmal ein einzelnes Video von uns dazu. Und das war die angekündigte und offizielle Verschiebung der Alpha 3.18 auf den Dezember. Und das ist natürlich auch unser Hot Topic, das gucken wir uns jetzt nochmal ganz genau an. Denn am Montag kam im Bereich oder in der Information zu This Week in Star Citizen, das ist immer der quasi Planung, die Content-Planung, die am Montag mitgeteilt wird von Cloud Imperium Games und auch immer sehr schön übersetzt wird von Polar Buzzeru hier bei uns im SCB Star Citizen Base Blog. Und in dieser News wurde dann diesmal etwas ausführlicher beschrieben, dass die Alpha 3.18 nicht wie geplant vor der Intergalactic Aerospace Expo Ende November gelauncht werden kann. Das heißt, der Release wird sich verschieben auf den Dezember. Das bedeutet also, die Alpha 3.18 wird damit zu unserem Jahresendpatch. Und die Intergalactic Aerospace Expo wird trotzdem stattfinden, aber in einem Zwischenpatch, und zwar der Alpha 3.17.4. Und das bedeutet, dass wir da eine stabilere Spielumgebung haben, als wir sie mit der Alpha 3.18 erwarten könnten. Sie bringt ja wirklich alles, also sehr, sehr viel Neues mit rein und vor allem auch der gesamte Hintergrund im Bereich des Persistent Entity Streaming und so weiter wird sich mit der 3.18 verändern. Und ihnen ist schlichtweg das Risiko zu groß, dass die Intergalactic Aerospace Expo nicht korrekt funktioniert in der Zeit und sie dementsprechend dort ein Event haben, was so zwischen halb kaputtem Patch und nicht spielbarer Umgebung und vielen, vielen Bugs vermutlich am Anfang noch ablaufen muss. Und der Evocati-Test, der jetzt gerade letzte Woche in seinen ersten Durchlauf hatte, so richtig begonnen hat er noch nicht, weil es nur ein sehr, sehr konzentrierter, genauer Durchlauf war, den sie sehr exakt geplant hatten. Der hat aber gezeigt, wo überall noch die Stellschrauben gestellt werden müssen und wo es überall noch Bugs und Schwierigkeiten gibt. Und dass dementsprechend also der Release der Alpha 3.18 einfach vor der Intergalactic Aerospace Expo keinen Sinn macht. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt bei Spectrum, natürlich auch bei unseren Videos. Wir hatten ja einen News Alert dazu, wo nochmal ganz genau auch darauf eingegangen wird, was das jetzt so mit sich bringt. Aber wie in allen Kommentaren bisher und fast auch im großteilig überwiegenden Teil von Spectrum habe ich nur gelesen, Leute, macht das, verschiebt den. Es wäre eine Katastrophe, wenn die Intergalactic Aerospace Expo durch so einen Patch dann den Bach runtergeht. Wir hatten solche Sachen schon und das war ganz schrecklich, weil ja damit auch immer ein Freeflight verbunden ist, damit immer neue Leute gezogen werden und auch viele Backer, die Gelegenheit nutzen, Freunde, die vielleicht nur einmal im Jahr ein Spiel gucken, genau zu dieser Zeitpunkt dann ins Spiel einzuladen und das wäre natürlich einfach wieder ins Wasser gefallen mit einem kaputten Patch und darum ist jetzt die Hoffnung, dass in der relativ stabilen Umgebung, die wir in 3.17 jetzt haben, dass damit einfach in einem Zwischenpatch das Ganze ganz üblich eingefügt wird und dementsprechend also auch keine großen Probleme bestehen. Es gibt eine gute Nachricht für alle Drake-Fans da draußen und eine, nicht ganz so gute Nachricht für alle Drake-Fans da draußen. Die gute Nachricht ist, dass wir inzwischen bestätigt haben, dass die Drake Corsair trotzdem mit der Intergalactic Aerospace Expo ins Spiel kommen wird. Das heißt, mit der 3.17.4 wird dieses Schiff also released werden. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, denn es hatten schon die meisten befürchtet, dass der jetzt auch verschoben wird. Das andere Drake-Schiff, und das ist eben die nicht so gute Nachricht, das ist ja die Drake Vulture. Und die wird jetzt nicht vorgezogen, die wird tatsächlich erst mit der 3.18 released, weil es ja da auch dann um die Salvaging-Mechanik geht und die soll auch gleichzeitig damit kommen. Das heißt, sie sehen jetzt keinen Sinn darin, dieses Schiff quasi mit deaktivierten Funktionen reinzubringen, weil Salvaging einfach noch nicht angelegt ist. Und es ist auch ihnen zu kompliziert, das Ganze zu portieren sozusagen. Das ist bei der Corsair sehr viel einfacher. Aber bei der Vulture eben geht es nicht so gut, dementsprechend wird die Vulture erst mit 3.18 kommen. Aber ich glaube, damit haben die meisten ohnehin schon gerechnet. Ja, also das auf jeden Fall dazu.
Es gibt oder es wird mehr Informationen geben am kommenden Mittwoch, das ist der 26. Oktober. Da gibt es nämlich dann ein Roadmap Roundup und in diesem Roadmap Roundup wollen sie nochmal sehr genau auch auf die letztendlichen Inhalte und die Aufteilung der Inhalte für die 3.17.4 und die 3.18 eingeben, so da das dann nochmal nachzulesen ist, welche Schiffe, welche Inhalte genau wann wo kommen. Und das werden wir euch natürlich dann auch nochmal vorstellen in dem Moment, wo es rausgegeben wurde. Wer sich nochmal, wie gesagt, genauer informieren möchte, kann gerne nochmal in den News Alert reinschauen. Da ist das Ganze schon mal für euch zusammengefasst und dann eben auch mit den Quellen unterlegt und dann können wir nur die Daumen drücken, dass es dann natürlich auch klappt. Ich gehe aber davon aus, dass wenn Sie jetzt bis Dezember Zeit haben, dass Sie eine ganz gute Möglichkeit haben, auf diese Art und Weise hier den Patch dann ordentlich rauszubringen. Ich finde es auch in Ordnung, wenn das ein Jahresendpatch wird und hoffe wie immer, dass Sie es nicht erst am 23. Dezember machen, wenn man das Gefühl hat, die armen Developer dürfen dann nicht in ihren wohlverdienten Feiertagsurlaub. Also gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall da schon viel erlebt und werden uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und erstmal mit der 3.17.4 einen angenehmen Zwischenpatch für die Intergalactic Aerospace Expo haben. Ja, es gibt keine Broadcast Reports diese Woche, denn es gab weder ein Star Citizen Live, noch eben ist gerade Inside Star Citizen Saison. Das heißt, da warten wir jetzt auf Ende Oktober dann und die nächste Season, die eigentlich nächste Woche starten sollte, wenn ich richtig informiert bin. Also gucken wir mal. Dementsprechend können wir vom Broadcast Report eigentlich direkt weitergehen zu unseren Ship News. Und in den Ship News kümmern wir uns natürlich nochmal um das Schätzchen, was gerade im Concept Sale ist. Die Crusader Spirit mit ihren Varianten ist nach wie vor im Sale und wir haben ja schon mehrfach darüber berichtet, hier im Verse Report, wir hatten auch schon ein sehr schönes Showcase dazu, da kommen wir dann später nochmal dazu und es gibt ja gerade aktuell die C1 Spirit, die A1 Spirit und die E1 Spirit im Concept Sale, das heißt also noch nicht Flight Ready, sondern als Warbond Standalone Schiffe momentan zu kriegen. Preise gehen von 121 Euro bis 187 Euro hoch und jetzt gab es dazu das Q&A. Das ist also auch jetzt erschienen und das bedeutet, ihr könnt euch jetzt nochmal genauer informieren, ob es vielleicht Fragen gibt, die für euch geklärt sein müssen. Zum Beispiel, dass man den Tractor Beam Mount da hinten nicht umfunktionieren können soll zu einer weiteren Waffe. Das ist zwar auch noch eine theoretische Möglichkeit, wenn Sie sehen, dass die C1 etwas hier sozusagen unterbewaffnet ist, beziehungsweise das noch nötig hat, aber es ist eigentlich nicht geplant. Außerdem, dass die Schiffe auch in sich nicht sozusagen austauschbar sind, das heißt, dass es keine Module innen drin gibt, die ausgetauscht werden müssen gegeneinander und so weiter. Und vor allem das Allerwichtigste, dass die E1 seine eigene Passagiertoilette hat. Das ist ja wohl ganz, ganz wichtig und dementsprechend auch ein Grund, warum man sich dieses Schiff dann vielleicht doch holen kann. Ihr könnt euch das Ganze auf jeden Fall nochmal angucken bei uns auf dem Kanal, denn da hat der liebe Sudo das schon für euch komplett zusammengefasst und als Showcase konzeptuell mit rausgebracht. Dementsprechend also nur für die Leute, die jetzt wirklich nochmal in der englischen Version nachlesen wollen, das Q&A ist jetzt da und der konzeptuell läuft natürlich aktuell weiter. Das heißt, ihr habt noch weiterhin die Möglichkeit, das Schiff und eventuell zusätzliche Skins für euch zu sichern, wenn ihr das Ganze gerne mit einer Lifetime Insurance haben wollt und dabei auf das Schiff natürlich ein bisschen warten könnt, denn es ist nach wie vor, wie gesagt, ein Concept-Sale. Ja, so viel dazu und wie gesagt, informiert euch darüber. Wir zeigen euch gleich in der Program-Preview auch nochmal Ausschnitte aus unserem Concept-Sale Q&A-Video und wir gehen jetzt rüber zu den Community-News. Da gibt es nämlich tatsächlich nicht so gute Nachrichten, denn, also für mich zumindest, muss ich sagen, denn ich habe ihn sehr geschätzt. Paul Jones, seines Zeichens Art Director und seit 9 Jahren ein absolutes Urgestein in der Star Citizen und Squadron 42 Entwicklung verlässt Cloud Imperium Games. Am heutigen Tag, am Aufnahmetag von diesem Report, nämlich am Freitag, den 21.10., hat er seinen letzten Tag bei Cloud Imperium Games. Und dementsprechend kann man nur sagen, farewell, live long and prosper, was auch immer uns für Abschiedsformeln aus dem Science-Fiction-Genre uns einfallen. Er hat sehr, sehr viel für Cloud Imperium Games gemacht. Er hat sehr, sehr viel, sagen wir mal,
insgesamt für die Schiffe gemacht, denn seine Karriere bei Cloud Imperium Games, wie gesagt, über 9 lange Jahre, also noch ein Jahr länger auch, als wir hier das ganze Projekt covern, ist hauptsächlich in der Ship-Pipeline abgelaufen. Das heißt, er ist da Stück für Stück vom Senior Artist aufgestiegen, bis dann jetzt am Ende zum Art Director. Wenn man sich seine Page anguckt hier, dann kann man auch ganz schön gut sehen bei ArtStation, wo er auch überall mit beteiligt war. Er hat ein Buch geschrieben in der Zeit hat hier natürlich auch so Beispiele. Das heißt, er ist einer der hauptsächlichen Artists, die hinter der Carrack stecken zum Beispiel, hinter der Liberator, hinter der Scorpius, der Argo SRV, der Raylan und ähnlichem. Also das bedeutet, hier hatte er maßgeblich Einfluss auf die Gestaltung von den Star Citizen Schiffen und alles, was sozusagen damit zu tun hat. Die Kraken stammt mit aus seiner Hand und ich glaube, sehr viel ikonisches Design, was Paul Jones hier hinterlassen hat für uns. Und große Fußstapfen, die es jetzt zu füllen gilt. Also an der Stelle kann man sich tatsächlich hier nur verabschieden von ihm. Ich glaube, die meisten von euch haben ihn jetzt gerade zuletzt auf der CitizenCon gesehen, in den Videos, gerade im Ship Talk und in diversen Inside Star Citizens, Around the Verse, Reverse the Verse, wie sie alle hießen. Er war wirklich ein Urgestein hier und wir können ihn von Crash Academy Network nur alles Gute wünschen. Er hat natürlich noch nicht verraten, wo seine Reise hingeht, wo er jetzt endet. Das werden wir dann gucken oder wo er jetzt weiter als nächste Station nimmt. Aber auf jeden Fall, seine Zeit hier bei Star Citizen war sehr, sehr wichtig und sehr erfolgreich für das Projekt. Und wir können uns an der Stelle nur bei Paul Jones bedanken und sagen alles Gute. Und wir hoffen, dass der weitere Weg jetzt genauso erfolgreich ist wie der letzte. Ja. So ist es. Das also als Information für alle Leute, die jetzt auch schon länger mit dabei sind, denn die kennen den Paul Jones bestimmt auch schon aus diversen Videos, Berichterstattungen und vielleicht auch sogar dem ein oder anderen Event. Wir gehen jetzt weiter zu Abso, wo wir gerade mit dem Stichwort sind, Events und Specials, denn da ist wieder Day of the Vera. Wir haben es letzte Woche schon mal angekündigt. Nach wie vor läuft dieses Event und wir wollen euch einfach weiterhin darauf aufmerksam machen, weil zuletzt ja, als es das letzte Mal die Möglichkeit gab, gab es ja ein bisschen eine Kontroverse über die Vanduul-Helme, die man sich auf eine bestimmte Art und Weise im Verse verdienen konnte. Und jetzt ist es so, dass eben das Helmesuchen tatsächlich eine Sache ist, die momentan mit der aktuellen Halloween-Aktion zusammenhängt oder zusammenpasst. Und das bedeutet eben auch, dass ihr den Vanduul-Helm theoretisch zumindest finden könnt im Verse. Aber auch einige andere, auch neue Farbversionen von denen sind momentan zur Verfügung. Und das Ganze läuft bis 31.10., also quasi bis zum Halloween-Tag selbst, könnt ihr das Ganze machen und dementsprechend also auch gucken, ob ihr vielleicht den einen oder anderen besonderen Loot findet. Dafür müsst ihr natürlich dann ins Verse gehen und ein bisschen in den Kisten kramen. Ja, so viel dazu und wir gehen rüber zu unserer Patreon Priority Question. Und hier gab es eine interessante Frage, um sie vollständig vorzulesen. Nachdem wir jetzt im Q&A erfahren haben, dass es keine modularen Varianten von der Crusader Spirit gibt, beziehungsweise dass diese nicht modular ist, wie hoch haltet ihr die Wahrscheinlichkeit, dass es noch weitere Varianten zur Crusader Spirit geben wird? Es gab hier auch noch einen relativ langen Text darunter mit Vorschlägen dafür, das sage ich jetzt mal nicht, aber weitere Varianten für dieses Schiff. Ich persönlich würde jetzt bis auf erstmal weiteres und absehbare Zeit nicht damit rechnen, dass von dem Schiff weitere Varianten kommen. Es ist tatsächlich so, dass auch selbst von Beischiffen, wo Cloud Imperium Games während des Concept Sales noch angekündigt hat, dass weitere Varianten kommen sollen, dass die immer noch auf sich warten lassen. Es ist nicht so, dass sie dann zurückgerudert sind und gesagt hat, nee, wird es nicht geben, sondern man wartet einfach noch drauf. Es wird soll von einigen Schiffen noch andere Sachen geben. Und dementsprechend würde ich bei Schiffen, bei denen es von Anfang an gar nicht erst angekündigt ist, also wo man schon weiß, okay, das sind jetzt diese drei Varianten und aktuell sieht es nicht danach aus, sie sind nicht modular gedacht, das heißt, es soll also nicht austauschbar sein. Gut, das ist inzwischen fast bei allen Schiffen so, die sie bauen. Sie sind da von der Modularität doch deutlich weggegangen, das merkt man. Aber
Das bedeutet eben auch, dass im Zweifel noch mehr Varianten dazukommen, wenn man eben im Verse merkt, okay, man braucht ein bestimmtes Schiff, einen bestimmten Slot sozusagen, den ein Raumschiff abdeckt und der muss in Varianten passieren. Und welches Schiff kann man dann am besten nehmen? Und dann sucht man sich sozusagen das, was dann am besten passt. Aber das sind eben dann Dinge, die mehr oder weniger aus dem Spiel heraus entschieden werden in Zukunft und nicht, weil sie jetzt am Reißbrett so geplant sind. Jetzt aktuell kann man davon ausgehen, dass hier die Reihe der Crusader Spirit Varianten erstmal endet. Und erst wenn sich im Verse irgendwie herausstellen sollte, dass dieses Schiff in dieser Schiffsgröße sich nochmal komplett perfekt für eine bestimmte Variante eignet und die Backer das auch so fordern, dann kann es sein, dass sie sich vielleicht nochmal ransetzen und das Ganze dann eben nochmal ausarbeiten. Allerdings ist es eben auch relativ unwahrscheinlich, dass genau dieser Zeitpunkt kommt oder dieser Punkt kommt und dementsprechend, also kann ich nur empfehlen, wer noch Ideen für sowas hat, schmeißt sie auf jeden Fall zu Spectrum. Wenn es Leute gibt, denen das gefällt, dann voten die das hoch und dann wird es vielleicht auch von CIG gesehen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendeinen Designer, der dann sagt, ja, das ist die Idee, da gehe ich jetzt nochmal ins Directors Meeting und sage, warum nicht die noch? Ja, also packt das rein. Man weiß nie, was für Wege und Möglichkeiten es vielleicht gibt, dass es doch so kommt. Im Zweifel sucht euch jemanden, der euch helfen kann, das Ganze zu übersetzen, wenn ihr das als einen längeren Text habt. Aber gebt das Feedback auf jeden Fall ab. Ich kann nur an der Stelle sagen, dass von Cloud Imperium Games Seite jetzt hier noch geplant ist, dass da weitere Varianten kommen für dieses Schiff. Eher nicht der Fall. Gehe ich nicht davon aus. Und wenn, dann wäre das mehr oder weniger eine Zufallsgeschichte. Ja. Genau. Es kann natürlich auch sein, dass an der Stelle vielleicht so Sondervarianten noch mit reinkommen, vielleicht eine besondere Skin. Das kann natürlich immer passieren. Ne? Eine Halloween-Skin oder eine St. Patrick's Day-Skin oder sowas in der Art. Das sind aber ja dann keine Varianten von dem Schiff in dem Sinne, wie die Frage gemeint war, sondern das sind einfach ein paar Zusatz-Items, nicht wahr? Die dann sozusagen einfach aufgepackt werden können. Aber wie gesagt, ob eine Variante noch eine zusätzliche kommt in der Art, das halte ich für unwahrscheinlich. Und wenn, dann ist es, wie gesagt, aus dem Spiel entstanden. Gut, ja, so viel dazu und vielen herzlichen Dank an alle Leute, die uns bei Patreon unterstützen. Wir werden da jetzt auch in dieser Kampagne als nächstes auch wieder mal ein bisschen aufdrehen und wollen da auf jeden Fall gerne noch uns mehr bedanken, indem wir noch mehr Content liefern für die Unterstützung, die uns da zuteil wird, denn egal, ob es jetzt aus dem Stream ist oder ob es jetzt auch eine monatliche Unterstützung ist hier für Patreon und unsere Kampagne, all das hilft uns hier sehr, um jetzt in dieser Form und Art das alles aufrechtzuerhalten und unsere Rechnungen hier damit zu bezahlen und wir freuen uns riesig darüber. Wir danken uns ganz, ganz herzlich für den Support und alle, die einen Tier 2 oder höheren Tier haben bei der Patreon-Unterstützung, können damit auch Patreon-Priority-Questions stellen, die dann von uns direkt beantwortet werden und wenn sie so eine gewisse allgemeine Relevanz für die Community haben, dann nehme ich sie eben auch gerne mit in den SCB-Verse-Report rein, wie jetzt genau diese Frage. Ja, und damit kommen wir auch direkt zu unserer Program-Preview. Und gucken uns mal an, was wir für euch diese Woche alles so hatten, denn es gab doch einiges natürlich aus der CitizenCon, was wir zu berichten hatten und wo wir schöne Videos zu machen konnten. Das Erste, was wir hier haben, war ein Ausschnitt aus unserem Stream, noch direkt von der CitizenCon selbst. Am Abend der CitizenCon, da gab es eine ganz, ganz tolle Aktion, die gestartet wurde von Citgo, den ihr ja vielleicht hoffentlich auch kennt. Ist ein ganz toller Star Citizen Content Creator aus der deutschsprachigen Community und der hatte uns zum Aftertalk ganz spontan und ohne dass wir das groß angekündigt hatten eingeladen, also spontan auf drei könnte man sagen, wir hatten das alles geplant, nur es wirkte relativ spontan, weil wir einfach zu einer dann so ad hoc verabredeten Zeit, jetzt ist vorbei, jetzt kommen wir alle zusammen, uns bei ihm auf dem Discord eingefunden haben. Und es war ziemlich cool. Ich kann euch nur empfehlen, schaut in das Video einfach rein. Es ist, wie gesagt, wirklich nur ein Stream-Ausschnitt aus diesem Aftertalk, wo wir wirklich mit einer ganzen Reihe von Content-Creatern zusammenkommen und über die CitizenCon sprechen. Sehr frische, direkte Eindrücke natürlich von natürlich Citgo, aber auch PsychShot, von Gooks, von AstroSam, von Mitch. Da waren eine ganze Menge Leute da. The Woo war noch da und ich weiß gar nicht, ich entschuldige mich, wenn ich nicht alle Namen gerade hier aus dem Kopf auf die Reihe kriege, aber ihr kennt die meisten davon, glaube ich. Und es waren auf jeden Fall eine ganze Reihe, die sich engagiert noch fast eine Stunde lang über die CitizenCon unterhalten haben. Als ich das Video rausgeschnitten habe, habe ich so gedacht, oh, das waren über 50 Minuten, hätte ich
Ich kam mir gar nicht so vor. Aber ja, guckt auf jeden Fall gerne rein. Ist eine schöne Sache, vor allem, wenn man da nochmal alle möglichen Creator, die auch schon lange zum Teil mit dabei sind, an einem Ort hat und über die CitizenCon sprechen hört. Ja, so, dann haben wir hier als nächstes unser Showcase-Feature zum Resource Management. Wir haben uns dieses Panel ganz speziell rausgesucht von der CitizenCon, weil es eben eine Mischung aus technischen und Gameplay-Elementen hat, die wir hier gut erklären können an der Stelle. Und da geht es also darum, dass wir euch einfach das, was in dem Panel, sagen wir mal, recht ausführlich und natürlich auch mit vielen Bildern erklären wurde, zusammenfassen und unsere eigenen Meinungen und Fazits dazu natürlich geben und dementsprechend euch einfach nochmal auf Deutsch nahebringen, wie das Resource Management aufgeteilt ist, was so mit dazugehört und was wir vor allem natürlich in nächster Zeit dazu erwarten können. Dazu wird es auch noch ein Showcase geben zu den Speed Modes. Das heißt, das ist auch schon geplant für den Release am Sonntag. Das heißt, es wird also kommen. Kann ich euch hier jetzt natürlich noch nicht abbilden, weil diese Episode erstmal online kommen dafür muss. Aber jetzt am kommenden Sonntag, das ist dann der 23.10., wird ab 10 Uhr dann auch das Showcase da sein für die Speed Modes. Und wir haben auch noch das Chris Roberts Panel. Das kommt auch noch hinterher. Das kommt dann aber Anfang nächster Woche und das ist, glaube ich, das längste von den ganzen Showcases geworden. Wer hätte es gedacht? Wir haben noch ein drittes Video hier drin und zwar einfach den Concept Sale von der Crusader Spirit, den wir jetzt komplett gecovert haben. Erst im Concept Sale Video direkt zur Crusader Spirit und ihren Varianten. Das war natürlich noch das erste Video, was mehr oder weniger direkt nach dem Concept Sale rauskam und was dementsprechend noch ein paar Informationen hatte, die inzwischen korrigiert worden sind. Wir konnten natürlich nur immer damit arbeiten, was uns geliefert wird am Anfang und wisst ja, wenn ihr das Video gesehen habt, dass es dort ein paar, ja, Ungereimtheiten gab und die wurden jetzt aber auch geklärt, sowohl die wurden relativ schnell dann behoben von CIG, als auch, dass das Q&A dann jetzt rausgekommen ist und Sudo hat sich hingesetzt und euch das ganze Q&A, wie eben vorhin schon mal erwähnt, nochmal übersetzt und entsprechend zusammengefasst, sodass ihr da auf jeden Fall up to date sein könnt und jetzt vielleicht wirklich auch die Entscheidung trefft. Crusader Spirit, yay or nay? Ja, was soll es werden? Ist es das Schiff für euch oder ist es die nicht? Gut, ja, so viel dazu und wir gucken dann in unseren geplanten Streams, denn nächste Woche haben wir wieder eine 3-Stream-Woche, so wie sie sich momentan zumindest gestaltet. Wir haben am kommenden Sonntag, den 23., da wo eben auch das Showcase startet, um 16 Uhr startet Sudo in seinen allseits beliebten Let's Play-Livestream mit der Crew. Ab 16 Uhr geht es da los und ihr könnt ihn begleiten, ins Worst zu gehen und worum es da geht und was dann da gemacht wird, findet ihr natürlich wie immer im Announcement dann auf unserem Discord-Server. Dann haben wir am nächsten Donnerstag, das ist dann der 27.10. ab 20.30 Uhr wieder SCB Newsroom, unsere Star Citizen Live-Show, wo ich mit Syntoxic mich zusammensetze. Und wir werden ein bisschen mit euch gemeinsam über die Verschiebung sprechen. Bis dahin ist auch das Roadmap Roundup da. Das heißt, auch die Informationen werden wir nochmal für euch dann aufbereiten und dazu nehmen. Und uns freuen uns natürlich über rege Beteiligung im Chat und gucken an, was wir sonst noch für Themen für euch haben. Das Ganze landet dann wieder immer, wie immer, auch auf YouTube am kommenden Wochenende. Ende. Und dann haben wir am Freitag, den 28. nochmal den SCB-Verse Report als Live-Recording ab 18 Uhr auf Twitch. Das wird dann auch erstmal wird es dann eine Woche Pause geben, wie dann der SCB-Verse Report kommt, denn in der Woche drauf, dann quasi in der ersten Novemberwoche, bin ich traditionell immer im Ostseeurlaub für eine Woche. Dementsprechend kann ich da dann keine Videos aufnehmen. Aber wie gesagt, am 28. soll es auf jeden Fall nochmal einen geben. In dem Sinne war es das auf jeden Fall hier von unserer Program-Preview. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr uns jetzt dazu sagen habt. Wir haben ja, wie gesagt, sehr viele Kommentare schon aufgefangen für die Verschiebung. Schreibt uns gerne jetzt, wenn ihr es jetzt erst mitbekommen habt, wenn ihr jetzt in dem Video gerade darüber informiert wurdet, schreibt uns gerne da rein, was ihr dazu haltet und was ihr dazu denkt, dass jetzt auch die Alpha 3.18 auf das Jahresende gerutscht ist und dementsprechend wir einen Zwischenpatch bekommen für die Alpha, für die Intergalactic Aerospace Expo. Schreibt uns auch gerne rein, was ihr vielleicht so erwartet für die Aerospace Expo. Habe ich auch schon ein paar spannende Spekulationen gelesen, ohne dass wir dann jetzt natürlich auf Leaks zurückgreifen wollen. Das machen wir hier grundsätzlich nicht, aber wir haben schon mal spannende Ideen und Spekulationen gelesen, was es vielleicht so geben könnte zur Intergalactic Aerospace Expo, auch als neuen Inhalten in Bezug auf Schiffe und Fahrzeuge. Das wird ja auf jeden Fall immer genutzt von irgendeinem Hersteller, um was groß zu promoten. Was promotet wird, wird die Corsair sein, da kann man uns schon sicher sein und das wird auf jeden Fall ein Highlight, was ich mir sehr gerne angucken werde zur Intergalactic Aerospace Expo. Ja, und die Star Citizen Content-Zeit
Zeit hat für uns jetzt hier voll Fahrt aufgenommen. Wir freuen uns darüber, dass es jetzt hier wieder regen Zufluss gibt an Informationen und natürlich auch viel Zuschauerschaft da draußen. Das wollen wir gerne bedienen. In dem Sinne, lasst uns gerne ein Abo da, wenn ihr weiter informiert bleiben wollt. Denkt daran, dann auch das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr auch die Info bekommt, dass ein Video bei euch in der Timeline bei YouTube gelandet ist. Dann freuen wir uns natürlich sehr darüber, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst oder die Episode liked und teilt. Und letztendlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, gibt es dazu auch mehrere Möglichkeiten. Einmal natürlich unsere erwähnte Patreon-Kampagne oder ihr geht auch einfach mal bei uns in den Merch-Store und guckt mal, was wir so für Sachen rund um Star Citizen designt haben. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ich bedanke mich. Ich verabschiede mich mit einem See you on the flight deck. See you out.